dann herzlich willkommen zurück und vielen, vielen Dank, dass ihr so fleißig Fragen gestellt habt. Es geht jetzt weiter mit einem kompletten Genrewechsel. Wir hatten gerade Kinderbücher und es geht jetzt ins, sag ich mal, andere Extrem. Und zwar geht es mit Thriller weiter. Unsere Autorin hat 2019 ihr Debüt gefeiert. Ich habe ihre Bücher hier schon mal versteckt unter der Decke. Es könnte euch bekannt vorkommen. Und zwar war das Debüt Liebeskind von Romy Hausmann. Und da wird sie uns gleich viel drüber erzählen. Spannend ist aber, dass sie mit dem Debüt direkt auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste gelandet ist. Ein absoluter Erfolg also. Und dieses Buch wurde in 24 Länder verkauft, hat Filmrechte verkauft und sie wird uns da gleich ganz, ganz viel zu erzählen. Und wie gesagt, ist die Rede von Romy Hausmann. Mittlerweile lebt sie mit der Familie in einem recht abgeschiedenen, ja, ich sag mal, einer Hütte mitten im Wald, so wie ich das erfahren habe. Es eignet sich natürlich hervorragend zum Thriller-Schreiben. Da wird sie uns bestimmt auch noch ganz, ganz viel zu erzählen. Und dort schreibt sie aktuell weitere Bestseller. Noch erschienen ist Martha schläft und nächstes Jahr erscheint Perfect Day. Bevor wir jetzt aber Romy dazu holen, schauen wir uns einen Trailer zu ihrem aktuellen Buch an, Martha schläft. Viel Spaß. Ja, das war schon mal ein sehr, sehr spannender Eindruck, was uns gleich quasi erwartet. Und damit ihr gar nicht so lange warten müsst, würde ich Romy direkt dazu schalten. Also jetzt sozusagen Bühne frei für Romy Hausmann. Und da ist sie auch schon. Hallo. Hallo, könnt ihr mich hören? Schön, dass du da bist. Ich glaube, wir brauchen noch kurz Ton. Zumindest habe ich noch keinen auf dem Ohr und dann können wir direkt loslegen. Jetzt geht's. Perfekt. Kannst du mal kurz was sagen? Jetzt geht's, ja. Super. Hallo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hallo. Ah, mir geht's gut. Ich bin nur super nervös wegen der Technik, weil ich bin so ein Technikidiot. Und irgendwie dachte ich, wenn ich jetzt das Mikrofon nicht ankriege und dann kann ich hier nur noch versuchen rumzufuchteln und das wird dann alles ganz schrecklich. Ansonsten geht's mir super. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein kann. Das ist okay. Wir sind, glaube ich, alle ein bisschen nervös. Ist ja auch eine Premiere. Aber wir hätten notfalls einfach Pantomime zu deinem Buch gemacht. Wir hätten das irgendwie hinbekommen. Dann hättest du quasi raten müssen, um welches Buch es geht. Genau. Ich habe eben schon so ein bisschen angeteasert. Wir haben deine Bücher auch hier. Und mit Liebeskind hast du ja alle Rekorde eigentlich gebrochen. Wie kam dir denn die Idee? Es erinnert so ein bisschen an Natascha Kampusch. Kam dir dadurch die Idee oder was inspiriert dich zu deinen Geschichten? Ja, tatsächlich. Der Fall Natascha Kampusch, der war ja doch so ein bisschen zielführend, aber da hat sich auch noch ganz viel anderes drunter gemischt. Also ich glaube, ich wohne ja selber am Waldrand in einem sehr kleinen Haus mit Fensterläden, ne, die man auch super gut zusperren kann. Ich glaube, wenn du in so einer Umgebung lebst und wenn du dich dann, ich war ja früher Fernsehjournalistin, habe mich natürlich auch viel für solche Fälle grundsätzlich interessiert, wenn du dann immer so ein bisschen was mitnimmst, irgendwann vermischt sich das komplett und dann ergibt sich eine komplett neue Geschichte dann auch. Also hast du dich auch von realen Geschichten sozusagen inspirieren lassen. Und ich habe eben kurz angekündigt, dass du auch Filmrechte verkauft hast. Kannst du uns da was sagen? Wie ist der Stand der Dinge da gerade? Ich kenne den Stand der Dinge und ich freue mich gerade aktuell auch sehr, aber ich darf dazu noch nichts sagen. Nee. Aber wird gut. Okay, wird gut, nehme ich doch schon mal. Das ist auf jeden Fall schon mal was, was Vorfreude macht. Und jetzt habe ich eben noch so ein bisschen angeteasert, dass es ja natürlich bei dir auch weitergeht. Du schreibst ja total fleißig und 2022 erscheint ja schon dein nächstes Buch, Perfect Day. Kannst du uns davon schon ein bisschen was verraten? Ja, wird auch gut. Super. Ich habe mir schon relativ früh so einen Claim zusammengebastelt, ne? Und der lautete: Die Macht der Fantasie kann tröstlich sein oder tödlich. Mhm. So. Und es geht um eine Studentin, die heißt Ann und ihr Vater ist Professor an einer Berliner Universität, ist Philosoph, ist Anthropologe und Ann hat eine ganz tolle Kindheit auch verbracht mit ihrem Vater, also ein ganz wichtiger Mensch in ihrem Leben, super enges Verhältnis und eines Tages kommt die Polizei um die Kurve und sagt, Herr Professor, wir verhaften Sie jetzt, weil wir denken, dass Sie ein seit 14 Jahren gesuchter Mädchenmörder sind. Und Anne kann das natürlich nicht glauben, weil dieser Mensch, ihr Papa, der ist natürlich kein Mörder. Und was soll sie tun, wenn keiner an seine Unschuld glaubt? Sie macht sich selber auf die Suche nach dem Mörder. Und da passiert ganz, ganz viel.
Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr spannende Zusammenfassung. Und jetzt haben wir so ein bisschen über ein Buch aus der Vergangenheit geredet, ein Buch aus der Zukunft. Heute liest du aber nichts davon, meines Wissens auch nicht aus dem aktuellen Titel. Was hast du uns denn für heute mitgebracht? Nee, ich lese heute, ich finde, also wir haben ja Mitte November, ne? Man kann ja auch schon mal hier in großen Schritten auf Weihnachten zureiten. Und deswegen habe ich eine Weihnachtsgeschichte mitgebracht, ja, also ein Kurzthriller. Das war meine erste Kurzgeschichte, die ich ever geschrieben habe. Die ist hier veröffentlicht in Stille Nacht, eine Anthropologie. Guck mal, jetzt fängt es schon an. Das ist okay. Von Jan-Kostin Wagner. Und genau, daraus lese ich jetzt ein Stück. Sehr schön. Und nochmal ganz kurz an den lieben Chat. Während ihr dieser Lesung lauscht oder falls ihr jetzt schon Fragen an Romy habt, könnt ihr natürlich auch wieder in den Chat schreiben. Aber wir werden jetzt erstmal der Lesung lauschen. Ich habe noch eine kurze Frage aus Interesse. Ist die schon älter? Ich meine nämlich, ich habe die zu Hause und habe die sogar gelesen. Hast du nicht nur gelesen, du fandest sie bestimmt auch gut. Ja, tatsächlich. Natürlich fand ich sie gut. Okay, dann habe ich sie tatsächlich. Sehr gut. Dann lauschen wir dir mal und alle werden sie Merry Misery heißt diese Geschichte. Okay, dann geht's jetzt los. Viel Spaß. Entenbraten nach Mutters Rezept. Mein Becken drückt gegen die Kante der Arbeitsplatte. Ich schneide unbeholfen Äpfel und Zwiebeln. Du atmest deine Anweisungen in meinen Nacken hinein. Ich trage Mutters Schürze. Steht dir gut, Anni, fandst du und warst ganz entzückt, als du sie mir im Rücken zugebunden hast. Du wolltest sogar, dass ich mich einmal für dich drehe. Wunderschön. Und dann hast du in die Hände geklatscht und gelacht. Ich hasse dein Lachen. Überhaupt hasse ich es, wenn du den Mund aufmachst. Deine Stimme schneidet schärfer als das Messer in meiner Hand. Sie durchdringt meine Schädelwände und schabt meine Nerven dünn. Manchmal denke ich zurück an die Zeit, als ich noch besinnungslos in meinem Krankenbett lag und alles so schön still und schwarz war. Fertig, sage ich leise. In meiner Hand zittert das Messer. Du beugst dich über meine rechte Schulter. Ich rieche den Schweinestall an dir und den vergeblichen Einsatz eines Parfums mit Maiglöckchenduft. Dein Arm schlängelt sich an mir vorbei, deine Finger inspizieren die Stücke auf dem Schneidebrett. Naja, lautet dein Urteil. Bei Mutter sah das besser aus. Aber wollen wir mal nicht vergessen, dass deine Motorik nach dem Unfall noch etwas eingeschränkt ist. Du nimmst mir das Messer ab, führst mich von der Arbeitsplatte weg und drückst mich auf einen Küchenstuhl. Allerdings kommt der Braten bei deinem Tempo wahrscheinlich erst nächstes Weihnachten in den Ofen. Lachend zupfst du Kräuter aus den Töpfen im Fensterbrett, Thymian, Salbei und Beifuß. Ich frage mich, wie sie wachsen können, hier in dieser Küche, in diesem muffigen alten Haus, in das niemals die Sonne dringt. Die Lamellen der geschlossenen Fensterläden lassen nur ein paar erbärmliche einzelne Strahlen hinein. Den Rest erledigt das elektrische Licht. Ob draußen wohl Schnee liegt? Ich glaube, nein, ich erinnere mich genau, dass ich den Schnee immer geliebt habe. Ich zucke zusammen, als du anfängst, die Kräuter zu hacken. Zack, 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 zack. Ein entschlossener, atemloser Rhythmus auf dem Schneidebrett. Ich öffne die Augen. Ich darf dir nicht sagen, dass ich an Stefan denke und mich heimlich zu ihm zurückwünsche. Ich weiß nicht, was du tun würdest, wenn du das wüsstest. Schau her. Deine Stimme knarzt, genau wie die alten Holzdielen unter deinen Schritten, als du auf mich zutrittst, um mir vom Stuhl aufzuhelfen. Mein Körper ist immer noch schwach vom Unfall oder dem vielen Liegen. Über Monate habe ich gelegen, unten im Kellerzimmer, in meinem Krankenbett. Erst seit kurzem, seit 10 Tagen, lässt du mich aufstehen. Tagsüber darf ich mit nach oben in den Wohnbereich des alten Bauernhauses. Es gehörte unseren Eltern, die längst tot sind. Hier sind wir geboren, im Ehebett. Du zuerst und dann, eine knappe halbe Stunde später, ich. Zwillinge und doch so verschieden, sagst du immer. Und manchmal klingt es vorwurfsvoll, weil ich nicht ganz der Reihe nach bin, weil mein Gehirn bei der Geburt nicht genug Sauerstoff abbekommen hat, weil du dich dein Leben lang um mich kümmern müssen wirst und ich wiederum mein Leben lang auf deine Hilfe angewiesen sein werde. Ich bin 37 Jahre alt. Ich werde niemals einen normalen Job machen können. Ich werde niemals eine Kindergärtnerin oder eine Krankenschwester sein, Verantwortung tragen. Das kann ich ja nicht mal für mich selbst. Dementsprechend war der Unfall auch meine eigene Schuld. Ich hätte mich nicht in das Auto setzen dürfen damals, letztes Jahr, ausgerechnet an Weihnachten. Jemand wie ich, mit so einem kleinen, dummen Babygehirn,
kann nicht Auto fahren. Jemand wie ich endet zwangsläufig mit aufgeschlagenem, blutigem Schädel über dem Lenkrad, während zwischen mir und dem massiven Baumstamm nur die Motorhaube ist, zusammengeknüllt wie ein Stück Papier. Anni, 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 was hast du dir denn bloß dabei gedacht? Ich unterdrücke ein Keuchen, als meine Beine, die sich gerade an das entspannte Sitzen gewöhnt hatten, nachgeben wollen. Du führst mich zurück zur Arbeitsplatte und zeigst mir den dichten grünen Krümelteppich auf dem Schneidebrett. Man muss die Kräuter so klein wie möglich hacken, erklärst du mir mit deiner schabenden Stimme. Nur so lassen sie sich am besten miteinander vermischen und entfalten ihr volles Aroma. Ich kann nichts dafür, ich schaue auf das Messer, das du neben dem Brett abgelegt hast. Du deutest meinen Blick und nimmst es in die Hand. Als du es von mir wegdrehst, spiegeln sich unsere Gesichter abwechselnd in der Klinge. Zwillinge, zitiere ich stumm, und doch so verschieden. Du hast braunes Haar, das aussieht wie dünne, kratzige Wolle. Meines, auch braun, hängt in langen, fettigen Strähnen an meinem Kopf herunter. Dein Gesicht ist rund, ein blasser, runder Mund mit zwei geröteten Kreisen auf den Wangen und Augenbrauen, die wie ein dichter, dunkler Pfad einmal quer unter deiner Stirn entlang führen. Dein Körper ist massig. Die Knöpfe deiner weißen Bluse spannen über deiner gewaltigen Brust. Ich trage die gleiche Bluse, nur versinke ich darin. Ich bin ein Strich, so wie man eben ein Strich ist, wenn man fast ein ganzes Jahr lang nur im Krankenbett gelegen hat und mit Suppe gefüttert wurde. Wir tragen auch die gleichen schwarzen Röcke, schwarze Strumpfhosen und lacklederne Riemchenschuhe, wie zwei zu groß geratene Konfirmandinnen. Du nimmst das Messer herunter und legst es links neben das Schneidebrett, zu weit weg. Dann weist du mich an, eine Schüssel aus dem unteren Schrankfach zu holen, damit du die Füllung für die Ente darin vermengen kannst. So, Anni, sagst du unter den schmatzenden Geräuschen, die entstehen, als du mit deinen bloßen, großen Händen die Masse durchknetest und deutest mit dem Kinn zum Kühlschrank. Hol sie raus, ja? Jetzt stopfen wir das Vieh. Ich gehorche, obwohl ich schon ahne, dass mir gleich schlecht werden wird. Und genau so ist es, wie der Vogel vor dir liegt, seine nackte, kalte Haut, wehrlos tot seiner Federn beraubt, wie deine Prankenhand in die Schüssel greift, wie sie die Füllung in die winzige Öffnung hineinzwängt, den Ablauf wieder, wieder und wiederholt und es mir so schmerzhaft sinnbildlich vorkommt. Nichts anderes hast du mit mir gemacht. Genauso lag ich wehrlos vor dir in meinem Krankenbett mit kalter, von blauen Flecken übersäter Haut, während du mich unablässig mit deinen Geschichten vollgestopft hast. Damals, nach meinem Unfall. Zuerst war alles bloß schwarz und still, dann kam der Schmerz und mit ihm schließlich das Bewusstsein. Ich erwachte in diesem Bett, um mich herum gemauerte Kellerwände, über mir eine Glühbirne. Ich wollte schreien vor Schmerz, aber aus meinem Mund drang nur ein klägliches Grunzen. Ganz ruhig hörte ich deine Stimme und fühlte, wie du meine Hand streicheltest. Du hattest einen schweren Unfall, Anni. Die Geschichten, die du mir erzähltest, mochten wahr sein, nur dass die Schwester, die darin vorkam, Anni, nicht ich war. Mein Name ist Kerstin Mendleck. Ich bin ein Einzelkind. Ja, das war der Anfang dieser Geschichte. Sie geht spannend weiter. Glaube ich dir. Lest das. Ich weiß gerade, wie deine Stimme sich verändert hat. Ich war beim Vorlesen so, oh mein Gott, das ist die Thriller-Stimme. Und dann hast du aufgehört so, ja, und so richtig fröhlich weitergemacht. Das war super. Kannst du bitte Hörbücher lesen oder tust du das schon? Ich tue das noch nicht und ich glaube, es ist komplett was anderes, wenn du auf einer Lesung bist, ne, und hast da einfach so dein Programm, als wenn du wirklich ein komplettes Hörbuch einliest. Also Respekt an all die Sprecher, das ist, glaube ich, ein echt harter Job, ne? Ja, glaube ich auch, aber auch Respekt an dich. Also ich fand, das war grandios gemacht. Ich bin mir sicher, alle Zuschauenden stimmen mir zu und zu denen schalten wir jetzt auch mal, denn ich bin mir auch sicher, dass schon ziemlich viele Fragen da sind. Liebe Steffi. Ja, und du bist tatsächlich nicht allein, Annabelle. Dachte ich mir. Der Chat explodiert mit Lobhudeleien für deine Stimme, Romy. Also vielleicht doch nochmal über dieses zweite Standbein nachdenken, Geschichten einzulesen. Also das ist wirklich, hat mich jetzt auch gerade auf so eine kleine Reise mitgenommen. Ich bin froh, dass ich wieder aus dieser Abendbrotszene herausgelassen wurde. Und tatsächlich sind einige Fragen für dich eingetrudelt. Zum Beispiel nämlich, was dich zu solchen blutrünstigen und schauderhaften Geschichten inspiriert.
Ich glaube ganz klar die Realität, ne? Also ich meine, wir lesen ja immer so ein krasses Zeug, aber letzten Endes, wenn du mal guckst, was ist wirklich schon passiert auf dieser Welt, ne? Also viele von euch hören vielleicht auch diese True Crime Podcasts oder gucken sich so Reportagen, Dokus an. Ich mache das im Übrigen auch. Und ich kann das immer nicht fassen, was es wirklich an wahren Fällen schon gab. Und da denke ich mir dann immer, okay, dann bist du eigentlich so mit deinen Geschichten eigentlich ein Waisenkind, ne? So im Vergleich zu dem, was tatsächlich schon passiert ist auf dieser Welt. Ja, ich glaube, das können wir alle unterschreiben. Aber gibt es denn da besondere Lieblingsbücher oder Lieblingsserien auch, wenn wir eher ins Filmische schauen, die dich da inspirieren? Oder bist du da privat doch eher in der Comedy-Richtung eher unterwegs? Was guckt Romy Hausmann privat? Also nee, die Comedy, die mache ich meistens selber. Ich mag total diese Netflix-Serie, ne, die wir im Grunde auch alle gucken. Ich habe jetzt vor kurzem Squid Game, habe ich mir angeschaut. Ich liebe The Blacklist. Ne? Ich habe mir extra einen Hut gekauft, weil wenn du 8 Staffeln Blacklist guckst, ja, dann brauchst du irgendwann einen Hut. Also ich bin so ein typischer Netflix-Gucker. Alles, was spannend ist, ziehe ich mir da rein. Comedy mag ich eigentlich tatsächlich gar nicht so sehr, weil ich finde, Comedy ist eine super, super schwierige Sache, ne? Also so der Geschmack, was Humorgeschichten so angeht, der ist ja sehr, sehr verschieden. Comedy wird sehr schnell albern oder platt. Also trifft auch ganz oft meinen persönlichen Geschmack nicht so, ne? Also ich bin wirklich bei der Spannung gut aufgehoben. Und ist das auch das, wo du bleiben wirst bei deinen Büchern? Also wirst du im Genre Thriller bleiben? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, mir macht das wahnsinnigen Spaß und ich finde immer, Thriller ist natürlich auch so ein super, super Spielplatz, wenn du dich für Psychologie interessierst, ne? Also das ist ja im Grunde mein Steckenpferd. Ich brauche gar nicht so unbedingt die Gedärme und literweise Blut, aber ich finde Psychologie so, ne? Und den menschlichen Verstand, wie arbeitet der, was sind so die Mechanismen, das ist ja eigentlich so meine Kurve und das kannst du natürlich auch im Thriller wahnsinnig gut ausarbeiten. Hast du da direkt angefangen, als du angefangen hast zu schreiben in diesem Genre? Oder, also, erste Frage ist, wann hast du angefangen zu schreiben? Wann hast du gemerkt, oh, das liegt mir irgendwie und ich unterhalte nicht nur mich, vielleicht sogar andere damit? Und wie hat das angefangen? Mit welcher Art von Geschichten? Immer wieder in die Wunde rein, ne? Ihr kennt doch die Antwort, ne? Wir hatten das jetzt gefragt. Das hat jemand gefragt, der weiß, dass es mir wehtut. Nein, also pass auf. Ich habe nach der Geburt meines Sohnes angefangen zu schreiben, und zwar Frauenromane. Frauenromane, die ja so ein bisschen edgy waren, so ein bisschen humorig, aber eben das, was ich als Humor begreife, dementsprechend sind die auch komplett gefloppt, weil sie waren im Grunde auch nicht lustig, ne? Jeder hat gesagt, was soll denn das sein? Die haben irgendwie von den ersten 2 Romanen 300 Stück verkauft. Das war es eigentlich schon wieder gewesen mit meiner Autorenkarriere. Und dann passierte viele, viele Jahre gar nichts. Ich habe immer fleißig weitergeschrieben, habe sehr viele Absagen immer bekommen von Agenturen, von Verlagen, weil die immer gesagt haben, ja, du schreibst irgendwie ganz geil, aber wir wissen einfach nicht, was das sein soll und wir glauben nicht, dass die Leute das mögen. So, und ich bin dann immer mehr so in diese Spannungsgeschichte reingekommen und dachte, gut, vielleicht lässt du das mal mit dem Humor, vielleicht ist es besser. Und tatsächlich war Liebeskind mein 2. Thriller-Versuch. Ja, aber wie gesagt, zwischen den ersten beiden Romanen 2009, 2011 lagen dann eben sehr, sehr viele Jahre, bis eben 2019 dann eben Liebeskind kam. Ja, wir sind sehr dankbar dafür, dass du in diese Spannungsrichtung abgetaucht bist und du hast den einen oder anderen tatsächlich auch inspiriert, der eigentlich nicht im Thriller zu Hause ist, da vielleicht dann doch mal näher hinzuschauen. Ja, und ich finde auch, es passt ganz gut, dass du beim Thriller bleibst, weil Steffi dich eben nach Comedy gefragt hast. Du bist mit Squid Game eingestiegen. Ich habe es vor kurzem gesehen, es ist nicht ganz so lustig, muss ich sagen. Es ist eigentlich ein bisschen blutiger, deswegen vielleicht ganz gut, dass du deinem Genre treu bleibst. Wir freuen uns auf jeden Fall, den Film, den du angeteasert hast, mit Ist sehr gut und funktioniert gut, dass der bald kommt. Und ebenso mit Perfect Day, was dann 2022 erscheint. Ich bin sehr gespannt. Ich danke dir für deine Zeit, dafür, dass du gelesen hast und so viele Fragen beantwortet hast. Und eigentlich auch ziemlich inspirierend war es damit, dass es halt am Anfang vielleicht nicht so gut lief mit der Comedy und du dich einfach neu erfunden hast. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch. Eins muss ich noch ganz kurz sagen. Mama, Papa, ich hab euch lieb und Nina, gute Besserung. Gute Besserung an Nina und hallo an die Eltern. Falls meine Mutter zuschaut, ich hab dich auch lieb, aber ich wette, du hast gar nicht eingeschaltet.